einer vorne, einer hinten. Geschwindigkeit wird vom Richter gemessen, in dem, wie sich die Hundeabstände verändern. Das heißt, ein Hund, der hinten ist, muss nicht unbedingt langsam sein. Man kann locker auch noch aufholen, und wenn man dann plötzlich gut aufkommt zum vorderen Hund, bedeutet das eben auch, dass man schnell ist. Abgesehen davon gibt es Richter, die auch auf den Motor von der Hasenmaschine hören und entsprechend abschätzen können, ja, der Hund ist schneller oder eher generell langsamer. Wenn der Hasenmaschinenzug anzieht und aufhält, dann ist es meistens schneller.